Vergesst nicht, die Kommentare zu schreiben, welchen Clash Royale-YouTuber ihr gut findet, beziehungsweise welchen nicht gut findet, mit Begründung. Ist wirklich ganz elementar wichtig. Righty then, liebe Freunde, damit herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge Clash Royale mit mir, dem Basti. Und wir sehen hier im Hintergrund einen Replay vom Global Diplomat, hat hier gegen LP King gespielt, Global Diplomat aus meinem Clan Mauerfall, dankeschön fürs Replay. Ich möchte die Zeit nutzen, um euch ein bisschen was zu erzählen, denn Clash Royale auf YouTube ist ja recht geil und auch immer noch gehypt und ich habe so drei Videos, beziehungsweise drei Projekte, weil das zum Teil auch mehrere Videos sein können, zu Clash Royale in Planung, die ich so auf YouTube Deutsch noch nicht gefunden habe. Und ich glaube, dass das dadurch halt recht geil ist, denn nicht jeder will immer nur Chest Openings sehen, war übrigens hier ein nicer Feuerball. Natürlich wird es auch Chest Openings geben weiterhin, aber da bin ich selber ein bisschen gespannt, wie das so ankommt und ich will nicht zu viel verraten, aber das eine ist ein Projekt, der geht speziell um Clash Royale Karten, also um jede einzelne Karte. Das andere Projekt ist, oder das andere Video geht ein bisschen um die Clash Royale YouTuber und dazu könnt ihr mir nämlich heute jetzt hier schon mal in die Kommentare Folgendes schreiben. Schreibt in die Kommentare, welchen Clash Royale YouTuber deutschsprachig ihr gut findet, beziehungsweise welchen ihr nicht gut findet und begründet das. Ja, ihr könnt also auch gerne mehrere Kommentare schreiben, in dem ersten, wo halt da steht, welchen ihr gut findet, im zweiten, welchen ihr nicht gut findet und jeweils am besten mit Begründung. Das würde mich auf jeden Fall interessieren und würde meinem Projekt ein bisschen zusteuern auf jeden Fall, da werde ich ein paar Sachen mit einbinden können. Hier also unter diesem Kommentar, unter dem Video dieses Kommentar dazu oder die mehreren Kommentare dazu verfassen. Da bin ich echt mal gespannt, wie ihr da mitmacht. Nehmt euch mal die 2 Minuten und schreibt den Kommentar zum Thema. Ist wirklich ganz wichtig für mich. Das dritte Projekt, da geht es um das Wissen eines anderen Clash Royale YouTubers oder auch Spielers. Das Ganze, ich überlege mir echt, wie ich das mache, wen ich mir da als erstes mit ranhole. Auf jeden Fall wird es dort demnächst ein Video geben, wo man sich dafür bewerben kann. Und dort wird eben das Wissen desjenigen ein bisschen auf die Probe gestellt. Da wird es vielleicht sogar auch was zu gewinnen geben. Gucken wir mal. Wird auch eine schöne Sache sein, auf die ich mich sehr freue hier. Und ja, 3 Projekte. Das ist nice. Ich denke, dass wir das 1 oder 2 davon auf jeden Fall dieses Jahr noch hinkriegen. Das wird dann halt ins nächste Jahr mitgenommen und boah, ich bin da echt ein bisschen gespannt drauf, weil die Frage ist halt immer, wie das bei meiner Community natürlich ankommt. Genauso wie die Frage halt ist, was meine Community sagt, welcher Clash Royale YouTuber dort halt gut ist und welcher nicht gut ist, ne? Das spielt halt alles so mit rein. So, das hat der Global Diplomat hier ziemlich gut im Griff gehabt, das Game. Vor allen Dingen das Musketier ist sehr lange Zeit immer ja, frei und ballert auf alles drauf und hat hier fast ein Flawless Victory. Ne, doch, hat er. Hat er ein Flawless Victory geholt? Ja, doch, 3 Kronen, ne? Flawless! Na, geht ganz flawless nicht, hat ein bisschen Schaden gekriegt, aber ja, war auf jeden Fall ein guter Kampf. Dankeschön, danke, danke. Und das war eigentlich schon alles, worüber ich sprechen wollte. Also ich hoffe halt echt, dass ihr da ein bisschen mitmacht. Würde mich wirklich, wie gesagt, sehr freuen. Ansonsten seht ihr, im Shop habe ich eine legendäre Karte. Bin ich gefragt worden, warum ich Legendary sage. Das ist ja einfach Englisch. Also Legend, I am Legend heißt doch der Film, oder? Hätte ich gedacht, mit Will Smith. Deshalb Legendary Card, weil es eine legendäre Karte ist. Weiß jetzt aber wirklich nicht, ob es so ausgesprochen wird. Das schaue ich mir mal demnächst an und da sage ich vielleicht nie wieder Legendary. Aber der englische Begriff ist halt recht nice. Deshalb habe ich bisher Legendary gesagt. Deshalb sage ich das. Also eine legendäre Karte, die ich mir aber nicht kaufe. Ansonsten jetzt kein Sonderangebot mehr. Schade, schade. Ich wollte es wieder verstreichen lassen. Bei mir habe ich jetzt auch nicht wirklich viele Kisten, die ich öffnen kann, weil ich heute länger geschlafen habe und noch nicht wirklich gespielt habe. Was ein bisschen schade ist. Ich hätte hier eine Kronentruhe auch noch erspielen können, möglicherweise. Naja, nee. Mache ich jetzt einfach privat. Mach mal halt die 2 Kisten auf, die Goldtruhe. Vielleicht habe ich ja da auch mal richtig geile Karte drin. Na, der Riese. Der Riese ist gar nicht so schlecht. Riese kann man auf jeden Fall immer mitnehmen. Gratistruhe unterwegs. Eine Rakete und Sperrkobolde. Okay. War jetzt nicht ganz so geil, aber
immer weiter probieren. Irgendwann läuft's, ne? Dann war's das erstmal. Wie gesagt, vergesst nicht, die Kommentare zu schreiben, welchen Clash Royale-YouTuber ihr gut findet, beziehungsweise welchen nicht gut findet, mit Begründung. Ist wirklich ganz elementar wichtig für mich und meine Planung des Projektes. Und dann sehen wir uns demnächst wieder mit Clash of Clans, mit Rocket League oder beim Livestream oder bei Clash Royale. Also haut rein, Leute, macht da tschüss und servus, euer Basti.